Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung. Vergangene Sitzung haben wir uns unter anderem mit dem Aufkommen liberaler und nationaler Ideen befasst. Wir haben die historische Verbindung beider Ideen in der französischen und der deutschen Revolution kennengelernt. Die Erfolge dieser Revolution waren dabei zunächst recht unterschiedlich. Frankreich wird Nationalstaat und mit Unterbrechungen letztlich auch Republik. Deutschland wird etwas später auch Nationalstaat, bleibt aber bis auf Weiteres Monarchie. Und wir haben uns mit der philosophischen Reflexion dieser Ideen befasst, vor allem bei Kant und Hegel. Kant sieht ja die bürgerlich-liberale Verfassung als Ziel der Geschichte und hat dabei keine nennenswerten nationalen Perspektiven, was ganz der Aufklärung entspricht. Hegel hingegen wendet sich von diesem liberalen Ideal zunehmend ab und betrachtet die Monarchie als Gipfelpunkt der Geschichte. Und er hat durchaus deutsch-nationale Anklänge, was zur aufziehenden Romantik passt. Und heute befassen wir uns etwas intensiver mit dem liberalen Denken. Wir wollen es präziser ausdifferenzieren, insbesondere seine Beziehung zur Demokratie klären. Bisher haben wir beide unscharf irgendwie als Einheit betrachtet, liberale Gedanken, rechtsstaatliche, demokratische, republikanische Ideen haben wir nicht weiter unterschieden. Heute machen wir das aber genauer, nicht zuletzt, weil wir auf diese Weise auch gewisse Spannungen zwischen Liberalismus und Demokratie betrachten müssen. Außerdem werden wir die Beziehung zur Anarchie klären. Historisch sind Liberalismus und Anarchismus zwar kaum verbunden, aber systematisch besteht hier natürlich ein Zusammenhang. Anarchismus scheint irgendwie eine Extremform, eine Radikalisierung, eine Extrapolation der Freiheitsforderung des Liberalismus zu sein. Und das sind die beiden Haupttheorien also der heutigen Sitzung, Liberalismus und Anarchismus. Vor allem in ihren Ausprägungen im 19. Jahrhundert. Und ihr Zentralthema ist eben die Freiheit des Bürgers. Und im 19. Jahrhundert haben wir allmählich eine wirklich verwirrende Vielfalt politischer Ideen. Es gibt Liberalismus, Anarchismus, Demokratiebewegung, es gibt Nationalismus, Konservatismus, zunächst Restauration à la Metternich, später Monarchismus à la Bismarck. Es gibt Sozialismus und Marxismus, mit denen wir uns nächste Stunde befassen werden. Und das Gesamtbild wird zunehmend unübersichtlich. Es gibt zahlreiche Frontstellungen, es gibt kurzlebige Koalitionen. Die Strömungen wandeln sich auch selbst. Liberalismus und Nationalismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts sind was ganz anderes als Liberalismus und Nationalismus zum Ende des 19. Jahrhunderts. Das werden wir genauer behandeln. Die Strömungen werden außerdem immer mehr zum Sprachrohr für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Der Liberalismus tendenziell für den Mittelstand, der Sozialismus eindeutig fürs Proletariat. Und das ist bis heute in unserer Parteistruktur spürbar. Und das erschwert die theoretische Ordnung dieser Ansätze. Solche Ordnungen sind immer unvollständig, das sind immer nur Näherungen. Aber in der heutigen Sitzung wird es besonders schwierig. Ich will trotzdem aber einen Versuch einer solchen Ordnung unternehmen. Und eine gewisse Strukturierung erhält man, wenn man sich an den Grundrechten orientiert, die in der modernen politischen Theorie unterschieden werden. Im Allgemeinen unterscheidet man heutzutage drei Grundrechtstypen und die hängen eng mit politischen Reformbewegungen des 19. Jahrhunderts zusammen. Sie machen deren Verbindungen klar, akzentuieren aber auch sehr schön deren allmählich zunehmende Spannungen. Und was sind diese drei Grundrechte, die wir heute kennen? Das sind zum einen die politischen Partizipationsrechte am Staat. Das sind also Rechte auf Teilhabe, Rechte auf Mitwirkung bei politischen Entscheidungen, etwa durch Wahl oder Kandidatur. Und der Gegenstand dieser Rechte ist die Autonomie, die Selbstbestimmung, wörtlich Selbstgesetzgebung des individuellen Menschen auch auf staatlicher Ebene. Man kann das auch politische Freiheit nennen, denn in der Tat, es geht um Befreiung von der Herrschaft anderer. Tyrannen, Oligarchen, Könige, Adel. Und ein Staat, der diese Partizipationsrechte anerkennt, der ist eben eine Demokratie in unserem Verständnis. Und genauer wird er normalerweise versuchen, diese Freiheitsrechte, diese politischen Freiheiten möglichst groß und möglichst gleich zu gestalten. Es gibt Ausnahmen, Kinder und Unmündige, aber grundsätzlich sollte jeder Mensch in einem demokratischen Staat diese Mitwirkungsrechte in möglichst großem und möglichst gleichem Umfang haben. Dann gibt es zweitens bürgerliche Abwehrrechte gegen den Staat. Das sind Rechte darauf, nicht unbegründet verfolgt, eingesperrt, getötet zu werden.
Rechte, seine Meinung frei äußern zu dürfen, sein Eigentum behalten zu dürfen, seinen Geschäften ungehindert nachgehen zu dürfen. Deren Gegenstand ist Freiheit im engeren Sinne, die Freiheit des individuellen Bürgers von staatlichen Beeinträchtigungen. Man kann sie auch als negative Freiheiten bezeichnen, denn in der Tat, diese Abwehrrechte haben durchweg einen negativen Charakter. Es geht um Nichtverletzung von persönlicher Integrität, um Nichtbehinderung von persönlicher Aktivität. Das ist immer negativ, da soll etwas mir nicht geschehen. Und ein Staat, der diese Freiheiten respektiert und gewährleistet, ist, naja, ein liberaler Rechtsstaat. Und auch er wird tendenziell diese Freiheitsrechte möglichst groß und möglichst gleich ansetzen. Auch da gibt es Ausnahmen. Straftäter, die Gefängnisstrafen oder Geldstrafen abbüßen müssen oder Personen, die andere gefährden könnten. Aber grundsätzlich sollte jeder in möglichst großem und möglichst gleichem Umfang diese Freiheiten genießen können. Und drittens gibt es soziale Anspruchsrechte gegenüber dem Staat. Das sind Rechte darauf, in angemessenem Umfang aus gemeinschaftlichen Ressourcen versorgt zu werden. Insbesondere, wenn man zu solcher Versorgung nicht selbst in der Lage ist und auch keine hinreichende Unterstützung durch nahestehende Menschen findet. Der Gegenstand dieser Rechte sind Güter, welche die staatliche Gemeinschaft den individuellen Staatsbürgern bereitstellt. Man kann das auch unter die Überschrift bringen, positive Freiheit, wenn man betonen will, dass diese Güter vor allem deshalb wichtig sind, weil sie ihrerseits Handlungsräume, Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen. Aber so muss man Versorgungsleistungen nicht unbedingt interpretieren. Man kann solche Güter auch einfach deshalb fordern, weil sie unmittelbarer Bedürftigkeit und Not abhelfen. Also nicht als Beitrag zu positiver Freiheit, sondern als Abhilfe vom Elend. Und ein Staat, der diese Ansprüche respektiert, ist nach unserem Verständnis ein Sozialstaat. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie er das genauer macht. Es kann ihm um Gütergleichheit gehen oder auch nur um ein Existenzminimum. Es kann ihm um Chancengleichheit gehen oder um Wohlstandsmaximierung und es gibt noch andere Optionen hier. Das jedenfalls im Groben ist das heute vertraute Schema der drei Grundrechtstypen. Das ist ein rechtsphilosophischer Literaturgang und gäbe. Und gegenwärtige moderne Staaten verstehen sich meist als Demokratien und als liberale Rechtsstaaten und als Sozialstaaten. Das hilft aber auch jetzt sehr schön, um einen Überblick zu gewinnen über wichtige Strömungen des politischen Denkens im 19. Jahrhundert. Denn zu jedem dieser Rechte gibt es eine maßgebliche Strömung, die dieses Recht ins Zentrum stellt. Und genau auf das Wirken dieser Strömungen geht auch das Selbstverständnis unserer modernen Staaten stark zurück. Und die erste Gruppe, die politischen Partizipationsrechte am Staat, die sind natürlich das Anliegen der Demokratiebewegung. Die ist seit dem 18. Jahrhundert aktiv, die will die absolutistische Monarchie beenden und demokratische Regierungsformen etablieren. Sie findet ihre Grundlagen natürlich in der klassischen Staatsformenlehre, wo die Demokratie schon immer eine Alternative ist neben Monarchie und Aristokratie. Und sie formiert sich jetzt im 18. Jahrhundert auch wieder als praktische Bewegung mit politischem Durchsetzungswillen. Die will nach Jahrhunderten monarchistischer Herrschaft in Europa wieder zu demokratischen Herrschaftsformen finden. Das ist bereits in der englischen Revolution ein bisschen spürbar, dann sehr wirksam in der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung und schließlich für die deutsche und die französische Revolution maßgeblich. Und die typische Frage für die Demokratiebewegung ist immer, sollte man diese Demokratie jetzt möglichst direkt realisieren, als unmittelbare Mitwirkung der ganzen Bevölkerung? Bei sehr kleinen Gemeinschaften können sie das in Form von Vollversammlungen machen, bei größeren Staatswesen aber auch in Form von Plebisziten oder Volksentscheiden? Oder sollte man sie eher repräsentativ verwirklichen, also über Parlamente mit Abgeordneten als Vertretern? Und speziell in diesem Fall konkretisieren sich dann Partizipationsrechte als Wahlrecht und Kandidaturrecht. Wenn Sie direkt abstimmen, brauchen Sie nur Abstimmungsrechte, aber Wahlrecht und Kandidaturrecht brauchen Sie, wenn Sie Vertreter haben. Die zweite Gruppe, die bürgerlichen Abwehrrechte, ja, die sind der Fokus des Liberalismus. Der ist seit dem 17. Jahrhundert aufstrebend, der bemüht sich um Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Berufswahlfreiheit, Wirtschaftsfreiheit etc. Er hat seinen Ursprung im aufklärerischen Denken, wo der Mensch immer als Freiheitswesen gesehen wird. Und der Liberalismus setzt diesen Gedanken auch auf politischer Ebene um.
Und in diesem Sinne will er den Menschen von Eingriffen und Beschränkungen des Staates befreien. Die typische Frage hier ist, warum akzeptiert der Liberalismus denn überhaupt eine staatliche Gewalt, die der bürgerlichen Freiheit entgegenstehen kann? Warum will er nicht einfach jede Herrschaft abschaffen, wie der Anarchismus? Dann sind ja die bürgerlichen Abwehrrechte ganz außer Gefahr. Und die Antwort ist, dass der Liberalismus die Freiheit auch durch andere Individuen bedroht sehen kann. Und genau das soll der Staat verhindern. Er soll die Individuen zunächst mal gegen andere Individuen schützen. Liberalisten finden aufklärerische Staatsbegründungen durchaus plausibel, etwa die Vertragstheorien. Und da geht es ja zunächst um den Schutz vor anderen Individuen. Zwar folgen Liberalisten dabei nicht Hobbes, der zugunsten der nackten Selbsterhaltung letztlich alle Freiheiten preisgibt und zum Absolutismus findet, aber sie folgen etwa Locke, der die Freiheit selbst von Beginn an ins Zentrum stellt und den Staat ausdrücklich auf den Schutz dieser Freiheit verpflichtet, also zum Liberalismus findet. Die Freiheit des einen hat für den Liberalismus durchaus Grenzen, nämlich an der Freiheit des anderen, das ist die berühmte Formel, und der Staat ist dadurch gerechtfertigt, dass er diese Balance sicherstellt. Aber er ist eben auch nur dadurch gerechtfertigt, durch nichts anderes. Das heißt, er darf in die Freiheiten der Bürger allein eingreifen, um die Freiheiten anderer Bürger zu schützen. Und die dritte Gruppe, die sozialen Anspruchsrechte, die werden am ersten und prägnantesten durch den Sozialismus thematisiert. Der kommt gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf. Wir werden ihn nächste Woche behandeln. Er ist zunächst einmal inhaltlich nicht sehr genau bestimmt. Der frühe Sozialismus nimmt sich irgendwie der sozialen Frage an. Er erkennt wachsende Probleme der Verarmung und Verelendung von Arbeitern und Bauern und er mahnt entsprechend gewisse Umverteilungsmaßnahmen an. Er kann dabei bis in den Kommunismus übergehen, also nicht nur eine Umverteilung von Privateigentum, sondern eine Abschaffung von Privateigentum fordern. Er geht teilweise im Marxismus auf. Er findet in der marxischen Theorie eine philosophisch-theoretische Grundlegung. Aber das muss er nicht machen. Und er ist auch nicht der Einzige, der sich um die sozialen Anspruchsrechte kümmert. Auch andere Strömungen werden für diese Problematik durchaus sensitiv. Sie reagieren allerdings anders. Auch Liberale sehen das Problem der Verarmung und Verelendung. Aber sie fordern in der Regel keine radikale Umverteilung und schon gar keine Abschaffung von Privateigentum, sondern allenfalls begrenzte Unterstützungsmaßnahmen. Auch Demokraten sind für diese Probleme wach und sie hoffen eben vorrangig, dass man die über Mitbestimmung der unteren Schichten lösen kann. Und so entstehen auch schon im 19. Jahrhundert allmählich dann eben Sozialliberale und Sozialdemokraten. Auch Konservative können sich der Thematik annehmen. Die ersten Gesetze zur Sozialversicherung gehen immerhin auf Bismarck zurück. Der führt in den 1880er Jahren Kranken-, Unfall- und Invaliden-Altersversicherung ein. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts sind diese drei Reformströmungen noch weitgehend konform. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie in dieser Zeit einen gemeinsamen Gegner haben: Adel und Königshäuser. Diese haben die politische Herrschaft in der Hand, sie stehen also der Demokratie im Wege. Sie unterdrücken zweitens die bürgerlichen Freiheiten, etwa Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, aber auch wirtschaftliche Bestrebungen, indem der Adel und die Königshäuser entsprechende Privilegien halten. Und sie sorgen über das Feudalsystem zu starker Armut in den unteren Schichten, missachten also in dem Sinne auch soziale Anspruchsrechte. Und entsprechend ziehen die drei Reformkräfte in dieser Anfangszeit noch in einem Strang, etwa in der frühen Revolutionsphase in Frankreich. Insbesondere geht man davon aus, dass Demokratisierung auch die beiden anderen Belange befördern wird. Man meint also, wenn endlich demokratische Mitbestimmung herrscht, wird erstens die Bevölkerung selbst dafür Sorge tragen, dass ihre Freiheitsrechte respektiert werden. Und wenn endlich politische Autonomie verwirklicht ist, werden die Menschen zweitens den Staat so einrichten, dass auch ihre Anspruchsrechte befriedigt werden. Und entsprechend werden in der Zeit typische Reformvorhaben gemeinsam vorgetragen. Teilweise können Sie gar nicht genau sagen, welchem dieser drei Grundrechtstypen Sie vorrangig dienen sollen. Etwa Gewaltenteilung oder Pressefreiheit. Das kann für alle drei Belange wichtig werden. Aber spätestens ab dem 19. Jahrhundert nehmen die Spannungen zwischen diesen drei Reformströmungen zu.
Und das liegt nicht zuletzt daran, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen an unterschiedlichen dieser Reformprojekte vorrangiges Interesse haben. Vor allem wächst die Kluft zwischen Bürgertum und Proletariat. Dem Bürgertum sind klassischerweise die bürgerlichen Abwehrrechte besonders wichtig, nicht zuletzt Rechte zum freien Wirtschaften. Dem Proletariat hingegen sind die sozialen Anspruchsrechte vorrangig, vielleicht Gütergleichheit, vielleicht nur Existenzminimum, vielleicht sogar Aufhebung des Privateigentums. Und nun beginnt man zu spüren, dass auch diese drei Rechte selbst keineswegs in Harmonie miteinander stehen müssen. Im Gegenteil, diese drei Grundrechtstypen stehen in einem potenziellen Spannungsverhältnis zueinander. Und entsprechend kann es zu Konflikten führen, wenn unterschiedliche Parteien unterschiedliche dieser Rechte für vordringlich halten. Und solche potenziellen Konflikte finden Sie an allen drei Schnittstellen. Partizipationsrechte und Abwehrrechte. Ja, demokratische Entscheidungen müssen nicht immer bürgerliche Freiheitsrechte respektieren. So wie Adel und Königshäuser die Mehrheit unterdrücken konnten, so kann auch eine Mehrheit eine Minderheit unterdrücken. Das hat man schon in der Antike gesehen. In der Antike waren einige Staaten durchaus demokratisch, aber es war kaum ein Staat ernsthaft liberal. Und im 19. Jahrhundert wächst bei den Liberalen die Sorge über eine mögliche demokratische Tyrannei der Mehrheit. Der Slogan kommt dort auf. Insbesondere sieht das Bürgertum mit wachsender Unruhe, dass es vom Proletariat zahlenmäßig weit übertroffen wird damals. Landarbeiter auf dem Land, Industriearbeiter in der Stadt. Und das Bürgertum fürchtet, dass es von dieser Mehrheit überrollt werden könnte. Nicht zuletzt in seinen wirtschaftlichen Freiheiten, die es sich gerade erst vom Adel erkämpft hat. Die zweite Schnittstelle, Partizipationsrechte und Anspruchsrechte. Ja, es gibt auch keine Garantie, dass demokratische Entscheidungen soziale Güterrechte respektieren müssen. Insbesondere müssen die Interessen der unteren Schichten, selbst wenn die zahlenmäßig die Mehrheit bilden, in der Demokratie nicht unbedingt angemessen Gehör finden. Denn erstens, es kann im Proletariat Untergruppen geben, die zahlenmäßig schwach sind und deshalb vernachlässigt bleiben. Landarbeiter haben andere Interessen als Industriearbeiter. Textilarbeiter haben andere Interessen als Metallarbeiter. Und zweitens kann es passieren, dass auch das Proletariat insgesamt keine Garantie findet, dass es zumindest im üblichen Parlamentarismus angemessen repräsentiert und gehört wird. Arbeiter können kaum im Nebenberuf Abgeordnete werden. Und sie haben wenig Ressourcen für Lobbyarbeit. Statt einer Tyrannei der Mehrheit fürchten Sozialisten daher eine mögliche Ignoranz der Mehrheit. Demokratie kann unbefriedigend werden mit Blick auf die Versorgungslage des Proletariats. Und deshalb setzen Sozialisten ihre Hoffnungen teilweise eher auf spezialisierte Interessenverbände als in gesamtgesellschaftliche Entscheidungsorgane. Also eher vertrauen die auf Gewerkschaften als auf die Parlamente. Und schließlich die dritte Schnittstelle, Abwehrrechte und Anspruchsrechte. Naja, Güter für Versorgungsleistungen fallen ja nicht einfach vom Himmel. In der Regel müssen die durch Steuern eingezogen werden. Und Steuern sind Eingriffe in Eigentum, also Eingriffe in Abwehrrechte. Das kann man natürlich in gewissem Umfang rechtfertigen. Aber dennoch stehen die beiden Rechtstypen zunächst einmal grundsätzlich in Konflikt miteinander. Und es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen, wie dieser Konflikt aufgelöst werden sollte. Die Extreme sind völliger Verzicht auf Steuern für Versorgungsleistungen oder völlige Enteignung der Besitzenden für die Besitzlosen. Und im 19. Jahrhundert führt diese konzeptuelle Spannung zwischen diesen beiden Grundrechtstypen zu einer erheblichen Spannung zwischen Bürgertum und Proletariat, die jetzt allmählich die neuen Antagonisten werden. Das liegt nicht zuletzt daran, dass in dieser Zeit jetzt die ökonomische Verelendung des Proletariats ganz wesentlich auf wirtschaftliche Aktivitäten des Bürgertums zurückgeht. Das Bürgertum trägt den Kapitalismus, das Bürgertum trägt die Industrialisierung. Und diese sind im 19. Jahrhundert wesentliche Ursache für Verarmung der Unterschichten. Teilweise noch schlimmer als das Feudalsystem der Adligen zuvor. Also an allen drei Schnittstellen haben wir Reibungen, Probleme und die zeichnen sich im 19. Jahrhundert sehr scharf ab und die führen zu einer zunehmenden Entfernung zwischen Demokratiebewegung, Liberalismus und Sozialismus, die zum Ende des 18. Jahrhunderts noch weitgehend vereint waren.
Und den sozialen Hintergrund dieser Debatten möchte ich jetzt etwas genauer skizzieren. Das heißt, heute machen wir keine Ereignisgeschichte mit bunten Landkarten, sondern heute machen wir ein bisschen Sozialgeschichte und auch das nur in ganz groben Zügen. Im Vordergrund steht heute der Liberalismus und da er im Wesentlichen durch das erstarkende Bürgertum getragen wird, interessieren wir uns jetzt eben für dieses Erstarken des Bürgertums. Dieser Prozess vollzieht sich über einen längeren Zeitraum und er spielt sich im Wesentlichen in zwei Dimensionen ab. Er beginnt wohl so im 17. Jahrhundert, kann man sagen, energisch jedenfalls damals, und hier greift er zunächst einmal im geistigen Sektor. Staatliche und kirchliche Kräfte verlieren im Zuge der Aufklärung allmählich an Autorität, auch an geistiger Autorität, und an ihrer Stelle beginnt sich das Bürgertum in der geistigen Sphäre zu etablieren. Bürger achten auf die Bildung ihrer Kinder. Bürger engagieren sich im Schul- und Universitätswesen. Bürger fördern zunehmend die Künste. Allmählich führen Bürger jetzt die musikalischen und literarischen Salons. Bürger treiben die Wissenschaften voran. Sie fördern sie nicht zuletzt auch mit Blick auf industrielle Anwendungen. Diese Tendenz beschleunigt sich stark im 18. und 19. Jahrhundert und geht dann auch stark in den wirtschaftlichen Sektor. Industrialisierung und Kapitalismus kommen auf, zunächst in England, dann auch auf dem Kontinent. Und auch diese wirtschaftliche Entwicklung wird in erster Linie vom Bürgertum getragen. Bürger sind Besitzer von Manufakturen und Fabriken. Bürger gründen Handelsgesellschaften und Banken. Im Zuge dieser Entwicklung bildet sich das Bürgertum also als eine neue, selbstbewusste und mächtige Schicht von Gebildeten und Besitzenden heraus. Und wie neu diese Schicht ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass sie im sozialen Gefüge eine neue Unterscheidung entstehen lässt, die es so vorher gar nicht gab. Das ist eine Unterscheidung, die wir interessanterweise schon letzte Stunde bei Hegel kennengelernt haben. Wir haben sie da als eine spezifisch hegelsche Differenzierung hingenommen und natürlich hat Hegel sie auch mit einer besonderen Bedeutung versehen. Die Unterscheidung als solche ist aber generell für sein Zeitalter kennzeichnend und in ihr bildet sich das Aufkommen des Bürgertums ab. Und man muss Hegels Interpretation auch keineswegs teilen, das hätten die üblichen Liberalen auch nicht gemacht. Und das ist der Unterschied zwischen Staat einerseits und davon abgehoben bürgerlicher Gesellschaft andererseits. Die waren früher vereint gewesen. Denker der Antike, auch der frühen Neuzeit, hätten den Unterschied gar nicht verstanden. Die hatten auch nur ein Wort für beides. Im Griechischen Politeia, im Lateinischen Respublica. Das heißt sowohl Staat wie auch Bürgerschaft. Das ist einfach die politische Gesamtheit aller Staatsbürger. Aber jetzt entsteht eine zunehmende Tendenz, beides einander gegenüberzustellen. Diese Begriffe nehmen spezifische, akzentuierte Bedeutungen an. Der Staat wird immer mehr verstanden als der vertikale Machtapparat, als die Herrschaftsstrukturen. Das sind die politischen Institutionen, das ist insbesondere die obrigkeitliche Autorität, wie sie noch von den alten Machthabern, Adel und Königshäusern eingerichtet wurden, insbesondere im aufgeklärten Absolutismus. Demgegenüber bezeichnet die bürgerliche Gesellschaft horizontale Assoziationen, freie Interessenverbände. In den beiden Hauptdimensionen, Bildung und Besitz, also es geht um kulturelle Zusammenschlüsse und es geht um ökonomische Verbindungen, wie sie das Bürgertum eben zunehmend aufbaut. Diese bürgerlichen, horizontalen Organisationen betreffen vor allem das kulturelle Leben, das heißt den Sektor der Bildung im weitesten Sinne. Es gibt jetzt Musikvereine, Sportvereine, Bildungseinrichtungen, Landsmannschaften, Clubs, Zeitungen. Und die bürgerliche Gesellschaft betrifft natürlich auch zunehmend den ökonomischen Sektor. Das heißt die Organisationsformen der Wirtschaft in ihrer wachsenden Bedeutung. Es gibt jetzt allmählich Industrieverbände, Handelskammern, Korporationen, die Börse, den Markt. Und für Liberale ist diese bürgerliche Gesellschaft die wesentliche Gemeinschaft. Denn diese bürgerliche Gesellschaft, die verwirklicht die individuelle Freiheit. Und der Staat muss sie als eigenständige Sphäre neben sich dulden, also seine Macht entsprechend einschränken. Der Staat sollte letztlich auf deren Schutz begrenzt werden. Das ist eigentlich seine korrekte Bestimmung für einen Liberalen. Bei Hegel war das anders. Da soll die bürgerliche Gesellschaft im Staat aufgehen. Denn bei Hegel verwirklicht erst der Staat die wahre Sittlichkeit. Daran sehen Sie noch einmal sehr, sehr schön auch begrifflich, dass Hegel kein Liberaler ist.
Das hätte kein Liberaler haben wollen, was er da gemacht hat. Dieses soziale Phänomen, das Erstarken des Bürgertums als eigene Schicht mit eigenen Organisationsformen, wirkt sich auch auf die konzeptuelle Entwicklung des Liberalismus aus. Und das wird sehr schön deutlich am Verhältnis von Liberalismus und Nationalismus, die uns ja beide schon letzte Woche begegnet sind. Und wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass diese beiden gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch noch eng miteinander verknüpft sind. Der Grund ist, dass auch diese beiden Kräfte in dieser frühen Phase einen gemeinsamen Gegner haben, nämlich wiederum Aristokratie und Monarchie, also Adel und Königshäuser. Die stehen sowohl dem liberalen Bestreben nach bürgerlichen Freiheiten entgegen, als auch dem nationalen Bestreben nach nationaler Einheit. Und so können Liberale und Nationale Ende des 18. Jahrhunderts leicht darin übereinkommen, dass sie Aristokratie bzw. Monarchie abschaffen wollen, zugunsten von demokratischen Herrschaftsformen, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen. Wie sieht das genauer aus? Na, der Liberalismus strebt eben schon in dieser Zeit nach der Freiheit der Bürger, und zwar in einem ganz unspezifischen Sinne von Bürger, als Staatsangehöriger. Es geht um die freie Entfaltung des Individuums, der Person, und zwar jedes Individuums, jeder Person. Und dem stehen Adel und Königtum oftmals entgegen. Die sind tendenziell illiberal, weil sie durch die Unabhängigkeit der Individuen ihre Macht bedroht sehen. Die geforderten Freiheiten des Liberalismus findet er deshalb im absolutistischen Staat tendenziell unterdrückt. Und diese Unterdrückung kann offenbar am besten durch eine angemessene Form der Mitbestimmung der Bürger behoben werden. Wenn die Bürger sich selbst regieren, dann werden sie die autoritären Beschränkungen von Adel und Königtum natürlich auflösen und die gewünschten Freiheiten sicherlich durchsetzen. Also ist man als Liberaler für demokratische Regierungsformen. Der Nationalismus, der strebt seiner Grundidee nach Einheit des Volkes. Und ebenfalls noch in einem sehr unspezifischen Sinne. Er meint mit Volk eigentlich die Gesamtheit der Bevölkerung, die Gemeinschaft in einem Gebiet. Und er will eine Einigung dieser Gemeinschaft erreichen, nach außen wie nach innen. Er sucht nach Identität als besondere Nation, nach Bewusstsein des eigenen, nach Abgrenzung gegen andere. Und dem stehen Adel und Königtum wieder entgegen. Die sind ja typischerweise international. Das sind weit gespannte Familienclans, die ihre Herrschaft auf Heirats- und Erbfolgepolitik stützen. In diesem System wird ein deutscher Karl V. plötzlich spanischer König. Eine österreichische Prinzessin wird französische Königin Marie Antoinette. Und diese Fremdbestimmung durch fremde Mächte kann offenbar ebenfalls durch eine angemessene Form der Selbstbestimmung des Volkes behoben werden. Das Volk muss sich nur selbst regieren, dann wird es die gewünschte nationale Identität schon verwirklichen. Also ist man auch als Nationaler für demokratische Regierungsformen. Beide also, Liberalismus und Nationalismus, können sich in dieser frühen Phase darin treffen, dass beide für Demokratie sind. Und das können sie genauer deshalb tun, weil ihre Zentralbegriffe Bürger und Volk in dieser Zeit noch weitgehend das Gleiche meinen. Nämlich die Gesamtheit der Staatsbürger, die Gesamtheit der Bevölkerung oder zumindest die überwältigende Mehrheit davon, das heißt den dritten Stand gegenüber Klerus und Adel als ersten und zweiten Stand. Die Einheimischen ohne die internationale Kirche und die internationalen Fürstenfamilien. Und diese Gesamtheit oder der dritte Stand soll nun eben in einer Demokratie an die Macht kommen. Denn dann kann sie ihre Freiheit gegen die Unterdrückung und ihre Einheit gegen die Fremdbestimmung durchsetzen. So ist das Empfinden in Frankreich. Die Revolution ist gleichermaßen liberal und national eingestellt. Und so empfindet man auch in Deutschland. Insbesondere als die liberalen Reformen in den deutschen Kleinstaaten stocken und man sich deshalb den entscheidenden Fortschritt von einem nationalen deutschen Gesamtstaat eigentlich zu erhoffen beginnt. Aber auch diese Übereinstimmung geht im Verlauf des 19. Jahrhunderts zunehmend verloren. Liberale und Nationale können sich immer weniger in der Demokratie treffen. Und das hat nicht zuletzt damit zu tun,
dass sich die beiden Zentralbegriffe voneinander entfernen. Bürger und Volk meinen bald nicht mehr dasselbe, weil beide nicht mehr die Gesamtheit der Staatsbürger oder die Mehrheit der Bevölkerung bezeichnen, sondern zunehmend andere Dinge. Der Liberalismus. Nun, der merkt allmählich, dass Demokratie, wie erwähnt, nicht unbedingt Freiheit befördern muss. Auch wenn die Gesamtheit der Staatsbürger ihre Geschäfte selbst regelt, kann innerhalb dieser Gesamtheit immer noch eine Mehrheit eine Minderheit unterdrücken. Und es kann eine Tyrannei der Mehrheit über die Rechte von Individuen geben. Nicht zuletzt in der Französischen Revolution hat man hiervon ja Kostproben bekommen, etwa in der Schreckensherrschaft durch Robespierre. Und deshalb wendet sich das gemäßigte Bürgertum zunehmend zunächst mal gegen Formen radikaler Demokratie. Es bevorzugt tendenziell eine repräsentative Demokratie, das heißt nicht direkte Volksherrschaft, sondern lieber Parlamentarismus, weil es sich davon eine gewisse Abfederung allzu radikaler Bestrebungen verspricht. Teilweise fangen Liberale an, sogar die klassische Republik zu befürworten. Also nicht eine reine Demokratie, sondern eben eine Mischung aus Demokratie, Aristokratie, Monarchie nach klassisch-römischem Modell. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts gibt das Bürgertum teilweise sogar alle demokratischen Elemente auf und fordert nur noch Abwehrrechte, gar keine Partizipationsrechte mehr. Insbesondere fühlt man sich zunehmend bedroht durch die Mehrheit der ungebildeten und besitzlosen Volksmassen. Man hat Sorge, dass das Proletariat, wenn es in einer Demokratie an die Macht käme, unklug und eigennützig agieren könnte. Diese Sorge ist doch vielleicht gar nicht unberechtigt. Sie führt aber dazu, dass sich jetzt der Begriff des Bürgers für den Liberalismus allmählich verengt. Anfangs meint der Bürger, dessen Freiheit man da schützen will, ja eben den Staatsbürger, den Citoyen, den beliebigen Angehörigen der staatlichen Gemeinschaft, egal welcher sozialen Herkunft. Der Begriff wird allenfalls zur Abgrenzung des dritten Standes gegen Adlige und Klerus genutzt. Aber das dann allein insofern, als Adel und Klerus sich ihrerseits nicht zu den üblichen Staatsbürgern rechnen wollen, sondern auf ihren Privilegien beharren. Die Liberalen selbst fassen natürlich auch Adlige und Kleriker als bloße Staatsbürger auf. Und sie nennen sie auch provokant so. Der französische König wird bei seiner Hinrichtung mit Citoyen angesprochen. Auf dem Schafott ist er nur noch der Bürger Louis Capet. Allmählich aber meint Bürger für den Liberalismus zunehmend genauer den Bildungs- und Besitzbürger, den Bourgeois. Der Liberalismus wird immer schon primär von diesen Bildungs- und Besitzbürgern getragen und nun verengt er sich allmählich auch inhaltlich auf die Belange dieser speziellen Gruppe, die zum einen den intellektuellen Aufschwung trägt, Schulen und Universitäten baut, Wissenschaften und Künste fördert und die zum anderen hinter dem wirtschaftlichen Aufstieg steht, Fabriken und Handelshäuser betreibt, Industrialisierung und Kapitalismus trägt. Es geht also jetzt allmählich nicht mehr um den dritten Stand in Abgrenzung gegen Adel und Klerus, sondern um den Mittelstand in Abgrenzung gegen die Volksmassen. Und dabei tritt vor allem die ökonomische Komponente gegenüber der kulturellen Komponente mehr und mehr in den Vordergrund. Diese Mittelschicht definiert sich im 19. Jahrhundert mehr über ihre wirtschaftliche Stellung. Die von ihr eingeklagten Freiheitsrechte bestehen zunehmend aus wirtschaftlichen Rechten. Und wie läuft es beim Nationalismus? Na, der merkt seinerseits im 19. Jahrhundert, man braucht ja gar nicht unbedingt Demokratie, um diese Einheit, die man haben will, zu verwirklichen. Nationale Einheit kann man offenbar auch durch die hergebrachten Autoritäten bekommen. Das ist nicht zuletzt die Lehre aus der deutschen Revolution und ihren Folgeereignissen. Die Revolution selbst hat die Einheit Deutschlands ja nicht erreicht. Das hat Bismarck getan. Unter dessen Leitung sich jetzt Adel und Königshäuser plötzlich sehr national gebärden. Die lassen jetzt den deutschen Nationalstaat entstehen. Und das ist ja alles, was man wollte. Hinzu kommt, dass sich auch der Grundbegriff des Nationalismus allmählich verschiebt. Das Volk meint allmählich nicht mehr die Gesamtheit der Bevölkerung, ebenso wie der Bürger nicht mehr die Gesamtheit der Staatsbürger meint. Das Volk bezeichnet allmählich nicht mehr den Demos, das heißt eben die demokratische Gesamtheit. Die Nation meint nicht mehr die politische Gemeinschaft, die Bevölkerung.
Das Volk meint jetzt zunehmend den Ethnos, das heißt eben die ethnische Einheit. Die Nation wird jetzt allmählich, das war sie vorher nicht, zur historischen, kulturellen, zuletzt auch irgendwie biologischen oder gar rassischen Größe, zur Blutsgemeinschaft. Das ist interessant, beide Zentralbegriffe verschieben sich. Der liberalistische Grundbegriff des Bürgers wandelt sich vom Citoyen zum Bourgeois. Der nationalistische Grundbegriff des Volkes wandelt sich vom Demos zum Ethnos. Und damit stimmen diese Begriffe nicht mehr überein. Liberalismus und Nationalismus verlieren ihre gemeinsame Bezugsgröße. Und sie verlieren insbesondere auch ihre Vereinigung in der Demokratie, die sie mit den Konzepten von Citoyen und Demos noch finden konnte, eben als Herrschaft der Staatsbürger, als Herrschaft der Bevölkerung. Diese gemeinsame Grundlage geht verloren. Sie können sich noch weiter voneinander entfernen. Schauen Sie, der Liberalismus ist tendenziell immer sehr individualistisch geprägt. Es geht ihm ja um die Freiheit des Einzelnen gegenüber dem Kollektiv. Der Nationalismus hingegen ist stark kollektivistisch geprägt. Die Einheit, um die es ihm geht, meint immer eine Gruppe. Er stellt immer die Gruppe über das Individuum. Sie können also noch weiter auseinanderklaffen. Interessanterweise, sie können aber auch wieder zusammenfinden. In ihren reduzierten Formen kommen sie zwar nicht mehr in der Demokratie überein, aber plötzlich rücken beide in die Nähe des Konservatismus. Nun, was ist Konservatismus? Konservatismus zeichnet sich dadurch aus, dass er grundsätzlich an überkommenen Strukturen, an Traditionen, an Autoritäten festhält, weil er sie für unentbehrlich hält für den Zusammenhalt der Gemeinschaft. Der Konservatismus glaubt an das historisch Gewachsene, weil es dem menschlichen Wesen entspricht. Er ist gegen radikale Veränderungen, die man am theoretischen Reißbrett entwirft. Insbesondere ist der Konservatismus Ende des 18. Jahrhunderts natürlich gegen Demokratie. Stattdessen will er an der Feudalherrschaft der Monarchie festhalten. Er ist zu dieser Zeit auch gegen Nationalismus, natürlich. Er schätzt die Stabilität der absolutistischen Herrschaftshäuser und deshalb scheut er die Ideen einer nationalen Neuordnung der Staaten. Und er ist zu dieser Zeit natürlich auch gegen Liberalismus. Der Konservatismus ist von der natürlichen Ungleichheit der Menschen überzeugt, die sich für ihn auch in ungleichen Rechten niederschlagen muss. Deshalb weist er die grundlegende Idee des Liberalismus zurück, dass alle Menschen gleiche Freiheitsrechte haben sollten. Das glaubt ein Konservativer nicht. Da sind die Menschen zu ungleich für. Das bekommt ihnen nicht. Aber Konservatismus ist eine relative Position, keine absolute. Er hat keine unverrückbaren Inhalte, sondern er hält das jeweils Überkommene, das jeweils Gewachsene für maßgeblich. Deshalb kann paradoxerweise gerade er sich im Laufe der Zeit inhaltlich ändern. Und das tut er auch. In heutiger Zeit gibt es jetzt konservative Kommunisten. Und deshalb kann er sich allmählich auch für Liberalismus und Nationalismus öffnen. Und das tut er auch im 19. Jahrhundert dann. Das kann er allerdings vor allem deshalb, weil, wie aufgezeigt, Liberalismus und Nationalismus sich ihrerseits im 19. Jahrhundert ändern. Sie verschieben und verengen sich. Und dadurch verlieren sie an Radikalität. Und deshalb kann sich der Konservatismus im 19. Jahrhundert allmählich mit diesen beiden in ihren veränderten Gestalten anfreunden und ihre reduzierten Gehalte in sein Traditionsbewusstsein integrieren. Schauen Sie, der Liberalismus in dieser verengten ökonomischen Gestalt ist wenig revolutionär. Das Bürgertum im Sinne der Mittelschicht ist im 19. Jahrhundert zunehmend mit dem autoritären Machtstaat einverstanden. Die deutsche Bourgeoisie hat wenig gegen Bismarck, solange er den Freihandel befördert. Entsprechend wird diese Bourgeoisie jetzt konservativ. Oder umgekehrt, dieser verengte Liberalismus wird für konservative Perspektiven annehmbar. Na und der Nationalismus? Na gut, seit die Einheit Deutschlands von oben realisiert wurde, scheint der Nationalstaat doch ein sehr geordnetes und stabiles Konzept zu sein. Er ist eindeutig monarchisch, er ist teilweise ständisch. Nationalismus in dieser Gestalt ist gar nicht mehr umstürzlerisch, wie noch in der Revolution von 1848. Im Gegenteil, der ist hochgradig traditionell. Der erfindet sich ein deutsches Mittelalter, der definiert sich über deutsche Kaisertum.
Entsprechend wird Deutschtümeln jetzt sehr konservativ. Das war es vorher nicht. Jetzt wird es konservativ. Oder umgekehrt, dieser verengte Nationalismus wird für konservatives Denken akzeptabel. Und so ist zum Ende des 19. Jahrhunderts plötzlich beides wieder vereint. Liberalismus und Nationalismus. Und zwar im Konservatismus. Dieser deutsche Nationalliberalismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist eine sehr konservative Bewegung. Der geht doch entsprechend in einer Partei dann auf, die so heißt. Die Nationalliberalen gehören bis weit in die Weimarer Republik zum rechtskonservativen Spektrum deutscher Politik. Die Nationalliberalen. Aber diese Nationalliberalen des ausgehenden 19. Jahrhunderts sind eine ganz andere Erscheinung als Nationalliberale des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Und das muss Ihnen klar sein. Die entstehen durch Verengung der ursprünglichen Perspektiven von Liberalismus und Nationalismus, durch Verkürzung der Begriffe von Bürger und Volk hin zur ökonomischen Schicht bzw. zur ethnischen Größe. Und dadurch trennen sie sich zunächst von der Demokratie und dann fließen sie im Konservatismus wieder zusammen. Grob skizziert. Vorsicht, das heißt natürlich nicht, dass Liberalismus und Nationalismus immer diesen Verengungen anheimfallen. Viele liberale Philosophen reden unverändert vom Bürger im Sinne des Staatsbürgers, des Citoyen. Sie verteidigen umfassende Freiheiten, nicht nur ökonomische Freiheiten. Und viele intellektuelle Denker, die an die Nation appellieren, meinen damit nach wie vor das Volk im Sinne der Bevölkerung, des Demos. Diese ursprünglichen Bedeutungen von Volk und Bürger sind auch bis heute vorhanden und lebendig. Schauen Sie, Bürgerrechte, Bürgerpflichten. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das meint ja nicht den Mittelstand. Das meint alle Staatsbürger. Und im Namen des Volkes, alle Macht geht vom Volk aus. Volkspartei oder auch wir sind das Volk, meint nicht die Ethnie, sondern die gesamte Bevölkerung, auch wenn das manche heute vergessen. Aber in der politischen Landschaft fokussiert sich die Perspektive der liberalistischen Tradition allmählich auf den Mittelstand. In der Tagespolitik, in der Parteipolitik, in der liberalistischen Bewegung als politische Größe geht es vermehrt um Positionen und Interessen des Bildungs- und Besitzbürgertums. Und unsere heutigen Parteien speisen sich aus den politischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts und sind daher zuweilen Erben dieser Verengungen. Und dadurch hat der Liberalismus dann nicht mehr einen uneingeschränkt positiven Beigeschmack. Der Staatsbürger, der Citoyen, der war einfach der allgemeine Staatsangehörige, der seine unverletzlichen Freiheiten einklagt. Und damit war der eine nahezu sakrosankte Größe. Der Bildungs- und Besitzbürger, der Bourgeois, das ist eine besondere Interessengruppe, die ihre speziellen Belange durchsetzt und bei der Linken deshalb immer noch ein Schimpfwort. Bourgeois ist ja bei der Linken immer noch ein Schimpfwort deshalb. Ganz, ganz grob haben wir damit die soziale und auch die geistige Entwicklung im Umfeld des Liberalismus aufgezeigt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wer sind denn die wesentlichen philosophischen Vertreter und was für Akzente haben die dort gesetzt. Und natürlich treffen Sie den Liberalismus auch in Deutschland. Kant ist ein ausdrücklicher Befürworter einer bürgerlichen Gesellschaft. Auch der frühe Fichte hat starke Sympathien mit liberalen Forderungen. Er ist teilweise außerdem radikal demokratisch, das geht damals noch gut zusammen. Spätestens bei Schelling geht diese revolutionäre Haltung deutlich verloren zugunsten einer konservativeren Haltung. Und Hegel will eben die bürgerliche Gesellschaft in seinem monarchistischen Staat aufgehen lassen. Insgesamt haben deutsche Denker aber in der liberalistischen Tradition kein sehr starkes Gewicht. Bei Kant und Fichte ist dieses Denken in zu eigenständige Gesamttheorien eingebettet und gewinnt deshalb nicht so eine starke Kontur wie bei unmittelbaren Politiktheorien. Man hat bei ihnen eher das Gefühl, sie nehmen bestehende liberalistische Tendenzen auf und integrieren sie in ihre Konzepte, statt dass sie diese Tendenzen maßgeblich weiterentwickeln und dadurch inhaltlich prägend für den Liberalismus werden. Und spätere deutsche Liberale wie Karl von Rotteck oder Ludwig Fröbel sind insgesamt eher lokale und temporäre Erscheinungen. Das sind keine Philosophen der ersten Reihe.
Viel bedeutender für die Geschichte des Liberalismus sind deshalb andere Länder, insbesondere Frankreich und England. Frankreich schauen wir uns mal an. Da können einige Autoren aus dem mittleren 18. Jahrhundert zumindest als Vordenker, als Wegbereiter des Liberalismus gelten. Und typischerweise finden wir bei denen noch ein eher undifferenziertes Gemisch von Liberalismus, Rechtsstaatsdenken, Demokratiebewegung, Republikanismus, wie üblich in dieser Zeit. Montesquieu etwa, bekannt als Verfechter der Gewaltenteilung, er ist nicht der Erste, der das vertritt, das findet sich schon bei anderen Autoren, allerdings trennen die meistens nur Legislative und Exekutive. Montesquieu begründet die moderne Dreiteilung, Legislative, Exekutive, Judikative. Diese Gewaltenteilung ist bei ihm aber primär liberalistisch motiviert. Ziel dessen ist der Schutz der individuellen Freiheit vor staatlicher Willkür. Rousseau hatten wir schon als Naturzustandstheoretiker kennengelernt. Ja, der stellt die menschliche Freiheit ins Zentrum. Freiheit ist zentrales Charakteristikum des Naturzustandes. Dieser Naturzustand kann und soll zwar keineswegs schlichtweg reproduziert werden. Rousseau hat niemals gesagt, zurück zur Natur. Aber der Gesellschaftszustand muss sich an den wesentlichen Bestimmungen des Menschen orientieren, wie sie im Naturzustand deutlich werden. Und deshalb bleibt Freiheit auch für den Gesellschaftszustand maßgeblich als eines von dessen Hauptcharakteristika. Nur so kann der Mensch zu seiner Vervollkommnung geführt werden, seiner Perfektibilität. Rousseau ist allerdings ein schillernder Autor. Es gibt Aspekte in seiner Theorie, die auch Anlass zu totalitären Ausdeutungen liefern. Etwa sein Konzept dieser Volonté générale, die gerade nicht das freie Bestreben der individuellen Bürger meint, sondern einen eher schwer zu deutenden Gemeinwillen der Gesamtheit. Andere Aspekte seines Ansatzes haben auch plötzlich da mal anarchistische Anklänge, etwa seine Kritik am Privateigentum, die über liberales Denken weit hinausgeht. Im 19. Jahrhundert haben wir dann allmählich den reifen Liberalismus, auch in Frankreich vor uns. Insbesondere zeichnen sich jetzt genauer die Konstellationen ab, die wir erwähnt haben, etwa die Spannungen auch zur Demokratiebewegung. Emmanuel Joseph de Sieyès, eine wichtige Gestalt der Französischen Revolution, einflussreicher Publizist, auch aktiver Politiker, war Abgeordneter in der Nationalversammlung und nach Napoleons Staatsstreich sogar kurzzeitig einer von den drei Konsuln, die da geherrscht haben. Von der Ausbildung her ist er eigentlich Priester, er ist ein Abbé, er ist auch später geadelt worden, er ist Graf, aber er ist ein Gegner der Ständeordnung, er ist Verfechter der politischen Unabhängigkeit des dritten Standes. Er hat auch für die Hinrichtung des Königs beispielsweise gestimmt. Von ihm stammt ein sehr berühmtes Pamphlet, Was ist der dritte Stand? Von 1789. Das ist die auflagenstärkste politische Flugschrift aller Zeiten. Und der berühmte Auftakt ist, was ist der dritte Stand? Alles. Was ist er bisher in der politischen Ordnung gewesen? Nichts. Was fordert er? Darin etwas zu werden. Das ist der Auftakt dieser Schrift. Und de Sieyès ist ein typischer Vertreter der frühen unproblematischen Verbindung von liberalem, nationalem und demokratischem Denken. Der dritte Stand ist die Gesamtheit der Staatsbürger, die Gesamtheit der Bevölkerung. Und Demokratisierung ist deshalb der Weg zu liberaler Gesetzgebung und nationaler Einheit. Das ändert sich merklich bei Alexis de Tocqueville. Das ist ein wichtiger Politiker in der französischen Nachrevolutionsphase. Der ist von Geburt Adliger, sein Elternhaus war auch immer monarchistisch eingestellt, er selbst aber steht im Dienst der Republik. Der war auch Abgeordneter in der Nationalversammlung, der war kurzzeitig sogar Außenminister, ist aber nach dem Staatsstreich von Napoleon III. Zurückgetreten. Und der erkennt vielleicht als erster mögliche Spannungen zwischen Liberalismus und Demokratie. Von ihm stammt die Wendung Tyrannei der Mehrheit, die ist von Tocqueville. Hintergrund sind dabei allerdings nicht Erfahrungen in Frankreich, sondern in den USA. Er war von der französischen Regierung dorthin geschickt worden, um vor allem den amerikanischen Strafvollzug zu studieren. Und seine Sorge gilt auch nicht so sehr der Unterdrückung des Mittelstands durch das Proletariat, sondern der Unterdrückung von Freiheit auch durch eine Mehrheit von Bürgern. Und er konstatiert eben, die USA sind eine sehr stabile Demokratie, aber in der Tat, die Freiheit ist dort durch die Mehrheit gefährdet. Und wesentliche Gegenkräfte gegen diese Gefahr sind
der dezentrale Föderalismus und die unabhängigen Gerichte, die die Amerikaner haben. Ein Blick nach England. Auch hier gibt es eine Reihe von Vordenkern, Wegbereitern, die wiederum noch kein starkes Gespür haben für mögliche Spannungen zwischen Liberalismus und Demokratie. John Locke etwa, der war ebenfalls bereits in der Sitzung zur Vertragstheorie behandelt worden, neben Hobbes und Rousseau. Der ist auch stark auf den Freiheitsgedanken ausgerichtet. Sein Law of Nature, das bereits im Naturzustand gilt, beinhaltet wesentlich das Gebot, die Freiheit aller Menschen zu respektieren. Und dieses Gebot soll dann in den Gesellschaftszustand übernommen werden. Und damit gilt er vielfach als Vater des Liberalismus. Er ist auch bereits Befürworter von Gewaltenteilung, und zwar zum Schutz des Individuums vor dem Staat. Wobei er allerdings hauptsächlich die Zweiteilung Legislative-Exekutive im Sinn hat, noch nicht die moderne Dreiteilung wie bei Montesquieu. Dafür nimmt Locke bereits stark den ökonomischen Liberalismus vorweg. Seine Freiheit meint zu einem guten Teil wirtschaftliche Freiheit. Wesentliche Komponenten sind das Recht auf freie Aneignung und das Recht auf freien Austausch. Adam Smith schließt hieran an. Für den ist wesentliche Aufgabe des Staates der Schutz des Individuums, äußere Verteidigung, innere Sicherheit. Der Staat wird damit als bürgerlicher Rechtsstaat gedacht. Der schafft bitteschön die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die individuelle Freiheit sich entfalten kann. Und auch er betont stark die ökonomische Komponente. Er ist vielleicht der erste wichtige Theoretiker der freien Marktwirtschaft. Zentral sind Schutz des Privateigentums und Freiheit des Wirtschaftens. Von ihm kommt der berühmte Gedanke der unsichtbaren Hand. Die Entwicklung individueller Freiheit, das eigennützige Privatstreben, fördert das öffentliche Wohl am meisten, trägt zum Maximum des kollektiven Wohlstands bei. Das ist der Gedanke. Und der Staat soll allenfalls solche Aufgaben übernehmen, bei denen der freie Markt das öffentliche Wohl nicht fördern kann, weil kein Profit entsteht, etwa im Erziehungswesen. Diese Verbindung von individueller Freiheit und allgemeinem Wohl setzt sich in England auch im reifen Liberalismus fort. Und das liegt insbesondere daran, weil in England der Liberalismus sich in engem Zusammenhang mit dem Utilitarismus entwickelt, der definitionsgemäß dieses Gemeinwohl ins Zentrum stellt, das größte Glück der größten Zahl befördern will. Und dann Freiheit typischerweise als Bestandteil dieses Glücks oder auch als Mittel zu jenem Glück auffasst. Etwa Jeremy Bentham, der Gründungsvater des englischen Utilitarismus, der stellt utilitaristische Forderungen nach Glücksmaximierung ins Zentrum seines Denkens, erklärt sie zum Maßstab allen Handelns, und das impliziert bei ihm vielfach liberalistische Forderungen nach Freiheitsgewährung. Denn Freiheit ist für Bentham ein Teil des Glücks. Also muss man sie befördern, wenn man das Glück in der Gesellschaft maximieren will. Er verfolgt als aktiver Publizist zahlreiche Reformprojekte. Insbesondere geht es um Gesetzesreformen zur Vergrößerung von Freiheiten. Redefreiheit, Gleichberechtigung der Frau, gegen Sklaverei, gegen Todesstrafe spricht er sich auch aus. Typisch liberale Forderung. Und auch John Stuart Mill vertritt diese besondere Verbindung von Utilitarismus und Liberalismus. Der Akzent ist bei ihm aber etwas verschoben. Bei Mill ist die Freiheit nicht so sehr Teil des Glücks, sodass man sie unmittelbar befördern muss, um die Glückssumme in der Gesamtgesellschaft zu befördern. Vielmehr ist bei Mill Freiheit vorrangig nur Mittel zum Glück, weil die Wohlfahrt am meisten profitiert, wenn man die Freiheit gewähren lässt. Dabei sieht er ähnlich wie Tocqueville die individuelle Freiheit durch eine mögliche Tyrannei der Mehrheit gefährdet. Und deshalb schlägt er eine Reihe von Modifikationen der Demokratie vor. Bei alledem ist das Hauptproblem für Mill allerdings gar nicht so sehr eine mögliche Unterdrückung durch staatliche Gesetze, sondern eher die mögliche Unterdrückung durch die öffentliche Meinung. Das entspricht, wird man sagen dürfen, seiner Erfahrung im viktorianischen England. Und ihn schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Wenn Sie die Vorlesung von mir zur praktischen Philosophie kennen, dann kennen Sie seinen Lebenslauf schon. Aber hier gehört er noch einmal hin und deshalb bekommen Sie nochmal geliefert. Das ist er, John Stuart Mill,
Geboren 1806 in London. Und schon sein Vater, James Mill, ist gar nicht so unbekannt. Der war ein Schotte, von der Ausbildung her Theologe, aber nie als Prediger tätig, weil er mit der Kirche verzankt war. Er hat als Ökonom, Historiker, Psychologe und vor allen Dingen auch als Angestellter in der Handelsgesellschaft East India Company gearbeitet. Und dieser James Mill war ein glühender Anhänger des Utilitarismus. Zeitweise Jeremy Benthams Assistent, Sekretär. Er war unter anderem beteiligt an der Gründung der Radicals. Das war eine Bewegung, die die Ideen von Bentham propagierte, als dieser selbst nicht mehr publizistisch-politisch aktiv war. Diese Gruppierung ist ganz interessant, die Radicals. Die gehen später in der Liberal Party auf, die im 19. Jahrhundert neben den Konservativen, den Tories, die wichtigste Partei in England sind. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Liberal Party allmählich verdrängt durch die Labour Party. Das ist interessant, da verdrängt eine Arbeiterpartei eine Bürgertumspartei als wesentliche Kraft gegenüber den Konservativen. Sie ist dann neu erstarkt in den 1980er Jahren, da hat sie sich nämlich mit der Social Democratic Party zusammengeschlossen zu den Liberal Democrats. Und die gibt es noch heute in England, die waren zwischen 2010 und 2015 in der britischen Regierung. Dieses Jahr haben sie eine üble Niederlage erlitten. Gut, dieser James Mill jedenfalls hat sehr klare Ziele der gesellschaftlichen Veränderung. Vor allem geht es um Reformen des Wahlrechts, Einbeziehung besitzloser Klassen, Reform des Strafrechts, mehr Prävention statt Vergeltung. Und zu diesem Zweck nimmt er auch wirklich gezielt Einfluss auf seinen Sohn. Er erzieht John Stuart gezielt für eine bessere Welt. Der geht nicht auf eine öffentliche Schule, der bekommt Privatunterricht, der lernt Griechisch mit 3 Jahren, liest Platon mit 7 Jahren. Und dieser Einfluss seines Vaters wirkt. Er gründet 1822 mit Freunden eine Utilitarian Society. Er ist Mitglied bei den Radicals wie sein Vater. Er hat den gleichen sozialreformerischen Impetus, Einbeziehung aller Klassen, Gleichstellung der Frau, Redefreiheit, Wahlrecht. Er tritt mit 17 Jahren in die East India Company ein, wie sein Vater. Da arbeitet er bis zu deren Auflösung 1858. Zuletzt war er Abteilungsleiter, hatte eine großzügige Rente, war deshalb finanziell dann immer unabhängig. Er hat zeitweise als Journalist gearbeitet, auch als freier Autor, später sogar kurzzeitig als Abgeordneter. Er war nie akademisch verankert, also der war nie Professor an einer Uni oder so. Er hat allerdings einen gewissen Einfluss auf akademische Strukturen genommen. Er war mal Rektor der Universität St. Andrews. Das Verhältnis zu seinem Vater ist aber nicht unproblematisch. Er erlebt zweimal schwere depressive Krisen. Einmal 1826, da fängt er an, sich von diesem, na sagen wir, kühlen Rationalismus seines Vaters abzuwenden. Und dann nochmal 10 Jahre später, da stirbt sein Vater und er hat wieder eine schwere depressive Phase, entfernt sich weiter von diesen väterlichen, radikalen Positionen. Er wendet sich da auch nochmal der Literatur zu, der Romantik. Er rückt aber nicht von den utilitaristischen Überzeugungen ab. Er fängt an zu publizieren. 1843 erscheint sein System of Logic. Da geht es darum, in welcher Weise induktive Logik die Grundlage exakter Naturwissenschaften bilden kann. Das ist ganz interessant, das ist eine Arbeit zur Erkenntnistheorie, zur Wissenschaftstheorie von Mill. Das ist ungewöhnlich für jemanden, der nicht im akademischen Umfeld verankert war, aber manche behaupten, das sei sein bestes Buch. Er schreibt aber auch zu politischen Fragen. 1848, also im deutschen Revolutionsjahr, erscheinen seine Principles of Political Economy. Und interessant, da ist er unter anderem gegen einen dauernden ökonomischen Fortschritt und dafür, dass man eher einen stationären Zustand anpeilen sollte. Ungewöhnlich für einen Liberalisten. Die Begründung unter anderem läuft ökologisch. Also aus ökologischen Gründen können wir nicht ein ständiges Wachstum haben. Manche würden sagen, geradezu prophetisch. Er heiratet 1851 eine interessante Frau, nämlich Harriet Taylor. Die beiden waren schon seit 20 Jahren befreundet. Es war wohl bis dahin auch wirklich eine platonische Beziehung, dennoch ein Skandal, weil Harriet Taylor verheiratet war und mehrere Kinder hatte. Ihr Mann starb dann 1849 und 2 Jahre später hat sie dann Mill geheiratet. Und sie ist eine bekannte Frauenrechtlerin. Und die beiden haben in einem intensiven geistigen Austausch gestanden, teilweise wirklich wohl zusammengeschrieben. Sie hat einen starken Einfluss genommen auf Mills Schriften. Sie ist aber leider 1858 schon gestorben, in Avignon an einer Tuberkulose. Und Mill war davon sehr, sehr schwer getroffen.
hat ab dann halbjährlich in Avignon auch gelebt, wo sie begraben war. Und naja, aus dieser Zusammenarbeit ist entstanden, 1869 veröffentlicht, The Subjection of Women, eine der Gründungsschriften zur Gleichberechtigung der Frau. Und die Gedanken und Argumente haben die beiden gemeinsam entwickelt. Und na, sie war schon tot, als das Buch rauskam, und Mill hat es mit ihrer Tochter Helen gemeinsam veröffentlicht. Das ist ein berühmtes Foto von Mill, und die Frau dort neben ihm ist nicht Harriet Taylor, sondern das ist Helen Taylor. Also die Tochter von Harriet, seine Stieftochter. Die war Schauspielerin von Beruf, hat nach dem Tod von Harriet aber bei ihrem Stiefvater gelebt, ihm den Haushalt geführt und als seine Sekretärin gearbeitet und zusammen auch mit ihm diese Schriften herausgebracht. 1859 erscheint dann von ihm On Liberty, das ist sein Hauptwerk zum Liberalismus, das schauen wir uns gleich etwas genauer an. Etwas später in erster Auflage und nochmal 10 Jahre später in zweiter dann Utilitarianism, seine Hauptschrift zum Utilitarismus. Eventuell das wichtigste Buch der utilitaristischen Tradition, so die erste wirklich systematische Grundlegung. Und es ist immer eine brisante Frage, wie das beides eigentlich zueinander passt, Liberalismus und Utilitarismus. Das werden wir gleich kurz erörtern. In den 1860ern ist er dann nochmal 3 Jahre Abgeordneter im House of Commons für die Liberal Party, dieser Nachfolgeorganisation der Radicals. Und da setzt er sich unter anderem für das Wahlrecht für Frauen ein und er bringt das zur Abstimmung 1866 und immerhin, er bekommt ein Drittel Ja-Stimmen. Das ist immerhin ein Achtungserfolg. Es ist abgelehnt dadurch, aber ein Drittel der britischen Parlamentarier sagt 1866, ja, Frauen sollten Wahlrecht haben. Er ist gestorben 1873 in Avignon, wohin er sich zurückgezogen hatte. Er hat eine Wundrose gehabt, daran ist er gestorben und er ist im Marmorgrab seiner Frau mit begraben. Uns geht es ja jetzt vor allen Dingen um seinen Liberalismus und den legt er in zahlreichen Schriften nieder. Natürlich vor allen Dingen in dieser Schrift On Liberty von 1859, aber auch andere Schriften sind einschlägig, um sich da ein Gesamtbild zu verschaffen. Und um seine Position jetzt zu charakterisieren, ist es eigentlich ganz gut, wenn wir uns wieder jetzt an den 3 Grundrechtstypen vom Anfang der Stunde orientieren. Also, was sagt Mill zu Partizipationsrechten, was zu Abwehrrechten, was zu Anspruchsrechten? Und interessant ist es, wie er sich eben als Liberaler zu diesen 3 Rechtstypen positioniert. Also zu Demokratie, zu liberalem Rechtsstaat und zum Sozialstaat. Politische Partizipationsrechte am Staat. Ja gut, grundsätzlich erkennt Mill diese Rechte an, er ist durchaus für Demokratie, aber in typisch liberaler Form, das heißt mit deutlichen Sicherungen gegen eine Tyrannei der Mehrheit. Diesen Ausdruck von Tocqueville benutzt er explizit. Insbesondere hat er Sorge, dass es zu einer einseitigen Klassengesetzgebung kommen könnte, namentlich durch die Mehrheit der Proletarier. Deshalb ist er, sehr typisch für einen liberalen Denker, eher für eine repräsentative Demokratie. Nicht für eine direkte Demokratie, sondern für eine parlamentarische Demokratie. Vertretung durch Abgeordnete, das soll allzu radikale Strömungen abfedern. Insbesondere sollen diese Abgeordneten nur ihrem eigenen Gewissen verantwortlich sein. Also nicht auf einen Wählerauftrag verpflichtet werden können. Das kennen wir auch aus ähnlichen Gründen. Er ist zweitens für funktionale Gewaltenteilung. Das heißt, Regierungsfragen, Gesetzgebungsfragen sollen nicht durch Abstimmung im Gesamtparlament entschieden werden, weil dessen Mitglieder in den meisten Fragen unqualifiziert sind. Stattdessen sollen solche Entscheidungen durch Fachkommissionen getroffen werden, deren Mitglieder sich durch besondere Qualifikation ausweisen. Das Gesamtparlament soll nur eine nachgeordnete Kontrollfunktion ausüben, ob diese Arbeit insgesamt zufriedenstellend vollzogen wird. Das kennen wir zwar nicht, wir kennen zwar Beratungsgremien unserer Parlamente, aber bei uns bleibt die Entscheidung natürlich immer beim Parlament. Drittens, Plural Voting. Also es gibt nicht gleiches Stimmrecht für alle Staatsbürger, sondern es soll geben ein mehrfaches Stimmrecht für gebildetere Personen, damit nicht die ungebildeten Volksmassen die Politik bestimmen. Pragmatisch ist das für ihn am ausgeübten Beruf festzumachen, das heißt, der Mittelstand bekommt erhöhtes Stimmrecht.
Nach entsprechender Einzelfallprüfung sollen allerdings auch Arme mehrfaches Stimmrecht bekommen können, wenn sie ebenfalls einen erhöhten Bildungsstand nachweisen können. Also eine Art geistiges Zensuswahlrecht, bei uns bestenfalls hinter vorgehaltener Hand gefordert. Public Voting. Es soll kein geheimes Wahlrecht geben, sondern eine öffentliche Stimmabgabe. Ziel ist es, eigennütziges Wahlverhalten nach Möglichkeit zu hemmen. Mill hofft, dass die Menschen sich schämen werden, wenn sie für alle sichtbar nur zum eigenen Vorteil abstimmen. Das ist eine nachvollziehbare Idee für uns, aber auch undenkbar aus verständlichen Gründen. Zweitens, was sagt er zu den bürgerlichen Abwehrrechten gegen den Staat? Die stehen bei ihm natürlich im Zentrum. Zwei davon hebt er besonders hervor. Einmal ganz wichtig ist die Meinungsfreiheit, das heißt Freiheit des Gedankens und der Diskussion. Und zweitens die Handlungsfreiheit, das heißt die Freiheit zu eigenen Handlungen gemäß der eigenen Meinung. Und natürlich haben die beiden auch ihre Grenzen. Der Staat darf diese Freiheiten einschränken, aber nur in sehr eng bestimmten Fällen. Der Staat darf diese individuelle Freiheit nämlich nur dann beschneiden, sagt Mill, wenn eine Schädigung anderer droht. Das ist typisch liberalistisch. Die Freiheit des einen zu Handlungen findet ihre Grenze an der Freiheit des anderen von Schädigung. Das ist der Gedanke hier. Insbesondere darf man nach Mill niemanden von seinem Verhalten abbringen, das nur ihm selbst schadet. Das heißt, paternalistische Eingriffe des Staates zum Wohl des Handelnden selbst darf es bei Mill nicht geben, jedenfalls nicht bei Mündigen. Wir kennen das teilweise schon. Gurtpflicht, Helmpflicht, einige Drogenverbote werden nicht nur gerechtfertigt, weil sie andere schädigen können, wenn sie sich nicht anschnallen, wenn sie keinen Helm tragen. Es wird auch dadurch gerechtfertigt, dass man die Leute vor sich selber schützen muss. Aber Mill sieht das nicht so. Hierzu ein prägnantes Zitat aus Über die Freiheit. Da stellt er nachdrücklich das Prinzip auf, dass der einzige Grund, aus dem die Menschheit einzeln oder vereint sich in die Handlungsfreiheit eines ihrer Mitglieder einzumischen befugt ist, der ist, sich selbst zu schützen. Also die Menschen dürfen das tun, um sich selbst vor dem zu schützen. Dass der einzige Zweck, um dessen Willen man Zwang gegen den Willen eines Mitglieds einer zivilisierten Gemeinschaft rechtmäßig ausüben darf, der ist, die Schädigung anderer zu verhüten. Das eigene Wohl, also das des Handelnden, sei es das physische oder das moralische, ist keine genügende Rechtfertigung. Man kann einen Menschen nicht rechtmäßig zwingen, etwas zu tun oder zu lassen, weil das besser für ihn wäre, weil es ihn glücklicher machen, weil er nach Meinung anderer klug oder sogar richtig handeln würde. Das sind wohl gute Gründe, ihn zu überreden oder mit ihm zu unterhandeln, aber keinesfalls, um ihn zu zwingen oder ihn zu bedrohen. Nur insoweit sein Verhalten andere in Mitleidenschaft zieht, ist jemand der Gesellschaft verantwortlich. Soweit er dagegen selbst betroffen ist, bleibt seine Unabhängigkeit von Rechts wegen unbeschränkt. Über sich selbst, über seinen eigenen Körper und Geist ist der einzelne souveräner Herrscher. Klares liberalistisches Bekenntnis. Und das gilt, und das ist Mill sehr wichtig, nicht nur für Beschränkungen durch gesetzlichen Zwang, das heißt seitens der staatlichen Stellen, es gilt auch für den Druck der öffentlichen Meinung, das heißt seitens der bürgerlichen Gesellschaft. Beides ist nach Mill gleichermaßen verfehlt und er sagt, de facto ist bei uns in England sogar das Letztere das größere Problem. Mill schreibt, das Joch der staatlichen Gesetze ist in England leichter als in anderen Staaten, aber das Joch der gesellschaftlichen Konventionen schwerer als in anderen europäischen Ländern. Und das kann man verstehen, das entspricht seiner Erfahrung im viktorianischen England. Schauen Sie, wenn Mill für Frauenwahlrecht kämpfte, hatte er ja keine Probleme mit der Zensur. Überhaupt nicht. Aber mit Verlachtwerden hatte er Probleme. Und das galt für andere Denker damals auch. Etwa ein Charles Darwin. Der hatte keine Zensur am Hals, aber Spott. Unterdrückung durch Spott. Und es ist vielleicht ganz schön zu wissen, dass Darwins Origin of Species im selben Jahr erschienen ist wie On Liberty, nämlich 1859. Wenn man genauer hinsieht, merkt man aber, dass hinter all diesen liberalistischen Forderungen von Mill deutlich die utilitaristische Doktrin steht. Wie emphatisch Mill teilweise auch Freiheit als Vorrecht und Privileg bezeichnet,
Sie ist bei ihm letztlich doch kein Selbstzweck, wie bei anderen Liberalisten. Sondern bei ihm ist sie allein Mittel, nämlich zum Zweck der Wohlfahrt. Meinungsfreiheit ist nicht deshalb zu gewähren, weil sie ein unverbrüchliches Recht wäre, sondern weil durch sie erst Meinungsvielfalt entstehen kann. Und diese Meinungsvielfalt befördert den Fortschritt und damit die Wohlfahrt der Gesellschaft. So ist die Gedankenkette. Handlungsfreiheit ist nicht deshalb zuzulassen, weil sie ein unverbrüchliches Recht wäre, sondern weil sie die Persönlichkeitsentwicklung befördert. Und Persönlichkeitsentwicklung ist einerseits ein Teil, ein intrinsisches Element der individuellen Wohlfahrt und andererseits wiederum ein Mittel, eine instrumentelle Bedingung für die kollektive Wohlfahrt. Das merken Sie immer, wenn es spitz auf Knopf geht bei ihm, um die Begründung, weshalb denn die Freiheit, dann werden Sie es immer wieder spüren. Hier ist eine Stelle, wo es auch sehr explizit direkt am Anfang in der Einleitung sagt: Ich erkläre, dass ich auf jeden Vorteil verzichte, den man aus der Idee eines abstrakten, vom Nützlichkeitsprinzip unabhängigen Rechtes ableiten könnte. Ich betrachte Nützlichkeit als letzte Berufungsinstanz in allen ethischen Fragen. Klar, diese Wohlfahrt, diese Nützlichkeit ist bei Mill nicht nur materiell gedacht, sondern auch geistig. Bei Mill gehört zum Glück nicht nur die Befriedigung vitaler Bedürfnisse, sondern auch die Befriedigung mentaler Fähigkeiten. Die stehen sogar qualitativ höher als die ersteren. Mill sagt, es ist sogar besser, die geistige Ebene zu erschließen und dort unerfüllt zu bleiben, als auf der materiellen Ebene zufrieden zu sein und die andere gar nicht zu kennen. Es ist nach Mill besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedenes Schwein. Besser ein unzufriedener Sokrates, als ein zufriedener Narr. Das sagt er schon. Dennoch, man muss sich hier fragen, ob Mill wirklich echter Liberalist ist. Er gilt sicher als einer der größten Denker dieser Tradition. Vielleicht mit der vollständigsten und konsequentesten Ausformulierung, die klarsten Prinzipien, das schärfste Plädoyer. Aber mit Blick auf die Begründung dieser Position zeigt sich, dass er diese bürgerlichen Abwehrrechte nicht als Selbstzweck ansieht, wie das ein echter Liberalist täte, etwa Locke. Der würde nicht sagen, das ist gut für. Locke sagt, sie dürfen. Bei Mill hingegen ist das nur Mittel zum Zweck, nämlich für die utilitaristische Forderung nach Maximierung des Glücks für alle Beteiligten. Wie weit dann sein Glücksbegriff auch sein mag inhaltlich. Diese utilitaristische Basis macht es dann für Mill aber auch viel leichter als für alle anderen liberalistischen Autoren, soziale Anspruchsrechte anzuerkennen. Es geht ihm letztlich um Nützlichkeit, um Wohlfahrt, um Glück. Und dafür sind eben nicht nur Freiheiten zu respektieren, sondern auch Güter können hierfür natürlich relevant werden. Insbesondere akzeptiert Mill durchaus gewisse Umverteilungen innerhalb der Gesellschaft. Die sind ja in der Regel nötig, um Anspruchsrechte zu erfüllen. Sie müssen Steuern einziehen. Das heißt, sie müssen in Abwehrrechte eingreifen, in Eigentumsrechte. Für übliche Liberalisten ist das zumindest problematisch. Man kann es rechtfertigen, aber es ist zumindest problematisch. Extreme Liberalisten halten es sogar für völlig illegitim. Bei denen darf man Abwehrrechte nur für andere Abwehrrechte beschränken. Da dürfen sie Steuern einziehen, um Gewaltverbrechen zu verhindern. Aber sie dürfen nicht Abwehrrechte für Anspruchsrechte beeinträchtigen. Sie dürfen bei denen also keine Steuern einziehen, um Arbeitslose zu unterstützen. Bei Mill hingegen geht das. Für ihn ist Eigentum nicht unantastbar. Er hat die bürgerlichen Abwehrrechte von Anfang an nicht absolut gesetzt. Die sind bei ihm nur Mittel zum Zweck, nämlich der allgemeinen Wohlfahrt. Und damit können sie auch zurückgestellt werden, wenn dieser Zweck, wenn die Wohlfahrt so einen Einschnitt verlangt. Einmal können Freiheiten beschnitten werden, wenn sie anderen Schaden zufügen. Das ist bei jedem Liberalisten so, das ist sein Schädigungsprinzip. Aber Freiheiten können bei ihm auch beschnitten werden, um anderen Vorteile zu bringen, insbesondere Güter. Insbesondere Grundbesitz und Ererbtes sind bei Mill nicht unantastbar. Mill hat zeitweilig sogar mit sozialistischen Ideen einer radikalen Umverteilung geliebäugelt, aber letztlich ist er doch bei einem gemäßigten Kapitalismus geblieben. Er meinte, der ist einfach besser geeignet, um diese Anspruchsrechte zu befriedigen. Und damit haben wir jetzt grob anhand dieses Schemas einen Eindruck davon gewonnen, wie Mills Liberalismus sich genauer darstellt.
Und jetzt müssen wir noch ein bisschen über Anarchismus sprechen, insbesondere in Gegenüberstellung zum Liberalismus. Und das kann man eigentlich auch wieder sehr schön anhand dieser Grundrechtstypen tun. Liberalismus und Anarchismus sind ja personell weit voneinander entfernt. Es gibt kaum Autoren, die man beiden Lagern oder auch nur einer Grauzone zurechnen würde, außer vielleicht Rousseau. Rein konzeptuell sind beide aber natürlich miteinander verbunden, denn beiden geht es um individuelle Freiheit gegenüber staatlicher Herrschaft. Und der Anarchismus lässt sich dabei im gewissen Maße als Radikalisierung des Liberalismus verstehen. Und auch hier ist es hilfreich, den Anarchismus anhand der drei Grundrechtsbereiche zu charakterisieren. Also wieder zu fragen, wie steht der jetzt zu Demokratie, liberalem Rechtsstaat, Sozialstaat, verglichen mit dem Liberalismus. Also fangen wir wieder an. Politische Partizipationsrechte am Staat. Wie ist das bei Liberalisten? Naja, typischerweise, die sind daran interessiert, dass die zentrale Staatsmacht geeignet kontrolliert wird. Deshalb sind sie grundsätzlich für demokratische Mitwirkung, weil das in der Regel eine gute Kontrolle der Staatsgewalt ist. Und dabei sind sie darauf bedacht, dass diese demokratische Kontrolle jetzt nicht ihrerseits in eine Tyrannei der Mehrheit ausartet. Deshalb sind sie eher für repräsentative Demokratie als für Volksentscheide. Vielleicht sind sie auch eher für die Republik statt für eine reine Demokratie. Vielleicht haben sie sogar Gedanken wie Plural Voting oder Public Voting wie Mill. Und der Anarchismus? Na, der will eigentlich gar keine zentrale Staatsgewalt. Und deshalb will er auch letztlich keine demokratische Kontrolle einer solchen zentralen Staatsgewalt. Weder durch Volksentscheide noch durch Parlamente. Er stellt sich die Gesellschaft eher vor als freien Zusammenschluss zu einer föderalen Gemeinschaft. Die Gesellschaft soll nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben organisiert werden. Das ist der Gedanke des Anarchismus. Also nicht eine Zentralgewalt an der Spitze, die dann durch Wahlen vom Volk eingesetzt wird, sondern eine Föderalstruktur, die nur aus freier Assoziation besteht. Und die höchste Ebene soll höchstens eine Koordination der unteren Ebenen leisten, aber sie soll keine Macht ausüben. Dieser Grundgedanke ist dem Liberalismus ja nicht ganz fremd. Auch der Liberalismus hat Sympathien für die freie Assoziation. Die bürgerliche Gesellschaft besteht ja aus horizontalen Vereinigungen, vor allen Dingen in den Sektoren Bildung und Wirtschaft. Aber der Liberalismus hält darüber hinaus den vertikalen Staat für unentbehrlich. Liberalisten glauben schon, wir brauchen eine zentrale Innenpolitik, eine zentrale Außenpolitik. Sie haben lediglich Interesse daran, dass diese Zentralpolitik jetzt die bürgerlichen Freiheiten nicht beschneidet. Der Anarchismus ist hier radikaler. Der will letztlich gar keine Regierungsgewalt im klassischen Sinne. Und die Vertreter haben unterschiedliche Ansichten, wie eine realistische Konzeption einer solchen Gemeinschaft aussehen kann. Aber die Abschaffung des Staates im Sinne einer Zentralregierung ist zumindest das utopische Ideal, in dem Anarchisten übereinstimmen. Pierre-Joseph Proudhon, ein wichtiger Anarchist aus Frankreich, schreibt eben, die Regierung des Menschen durch den Menschen ist Sklaverei. Oder Michail Bakunin fordert Abschaffung des Staates. Das sind Slogans von diesen beiden. Der zweite Bereich, bürgerliche Abwehrrechte gegen den Staat. Nun, wie war das beim Liberalismus? Nun, der hält die Staatsgewalt für eine unentbehrliche Einrichtung. Denn die Freiheit des einen Individuums muss zunächst einmal vor Übergriffen durch andere Individuen geschützt werden. Und dafür ist die Zentralgewalt des Staates mit seinem Machtmonopol nötig. Aber man muss dann darauf achten, dass der Staat sich auch auf diese Fundamentalaufgabe beschränkt und nicht seinerseits die Freiheitsrechte der Individuen untergräbt. Sei es, um sie gegen andere Individuen zu schützen, sei es aus völlig eigenmächtigen Bestrebungen heraus. Die Staatsmacht muss also geeignet begrenzt werden, und das ist eine Frage der Balance im Einzelfall. Und das kennen wir, so diskutieren wir auch. Unsere Debatten um Videoüberwachung, Telefonabhörung, Computervorratsdatenspeicherung, Flughafenkontrollen bewegen sich alle in dieser Balance. Der Anarchismus, der sieht das fundamentale Problem ganz anders. Der glaubt nicht, dass das eine Individuum notwendig durch das andere Individuum bedroht wird. Das ist für ihn allenfalls eine kontingente Erscheinung.
ausgelöst durch im Ansatz verfehlte gesellschaftliche Verhältnisse. Vielmehr ist für ihn der Staat selbst die eigentliche Bedrohung für die individuelle Freiheit. Der Staat ist nicht der originäre Schützer der Freiheit, der dann zuweilen aus dem Ruder läuft und entsprechend begrenzt werden muss, sondern für ihn ist der Staat die ursprüngliche Quelle der Unfreiheit, die daher abgeschafft werden sollte. Für den Anarchismus kann man den Staat nicht theoretisch rechtfertigen über die Interessen des Individuums. Hier sagt er sich von der gesamten Aufklärung los, von den Vertragstheorien à la Hobbes, Locke, Rousseau, wie auch von den Vorstellungen bürgerlicher Gesellschaft und Staat bei Kant oder Hegel. Und für den Anarchismus ist der Staat auch praktisch nicht notwendig. Wenn die Gesellschaft so eingerichtet wird, wie der Anarchismus es vorschlägt, dann brauchen die Individuen keinen Schutz mehr durch den Staat. Dann können die Menschen ihre Angelegenheiten ohne Zentralgewalt regeln. Dann braucht man kein Polizeiwesen, kein Gerichtswesen, jedenfalls nicht von oben organisiert, allenfalls als von unten organisiertes Hilfs- und Beistandswesen. Man braucht auch kein politisches Parteiwesen mehr, keine geistige Führerschaft. Weder durch gebildete Bürger, wie sich das Liberalisten denken, noch durch intellektuelle Revolutionäre, wie sich die Marxisten das denken. Wir brauchen nur eine Selbstorganisation des Volkes. Insbesondere löst man damit das leidige Problem des Verhältnisses von Freiheit und Demokratie, etwa das Problem einer Tyrannei der Mehrheit. Denn wenn sie ganz auf Herrschaft verzichten, und das ist der Sinn von Anarchia, das heißt ohne Herrschaft, dann besteht auch keine Gefahr mehr, dass die Mehrheit eine Minderheit unterdrückt. Es ist wieder unterschiedlich ausgeprägt, wie utopisch diese Vorstellungen dann beschaffen sind bei den Autoren, also inwieweit sie ernsthaft daran glauben, dass man eine zentrale Gewalt abschaffen kann. Aber immerhin, Proudhon fordert absolute Freiheit des Menschen und des Bürgers. Bakunin fordert größtmögliche Entwicklung aller lokalen, kollektiven und individuellen Freiheiten. Und schließlich drittens, die sozialen Anspruchsrechte gegenüber dem Staat. Wie ist das beim Liberalismus? Nun, der hält den Staat ja für legitimierbar, als Schutzmacht für individuelle Freiheiten. Er will den Staat aber typischerweise auf diese Aufgabe beschränken, also auf den Minimalstaat, den Nachtwächterstaat, der sich im Wesentlichen durch Verbrechensbekämpfung definiert. Der Staat hat Schutzaufgaben, aber keine Versorgungsaufgaben. Als wirklicher Sozialstaat ist der Staat nicht gerechtfertigt. Das sehen natürlich nicht alle Liberalisten so radikal. Mill zum Beispiel hält durchaus gewisse Umverteilung für legitim. Aber der ist ja auch kein reiner Liberalist. Der hat ja einen utilitaristischen Hintergrund, wo das herkommt. Grundsätzlich sind Liberalisten zumindest zurückhaltend, was Umverteilungen angeht. Sie lassen sie vielleicht zu, um Chancengleichheit zu sichern oder ein Existenzminimum zu sichern. Aber es gibt immer noch liberalistische Autoren, die das ablehnen, etwa Nozick. Der lehnt jegliche Umverteilung rigoros ab. Für ihn sind Steuern, sofern die nicht für Schutzaufgaben, sondern für Versorgungsaufgaben verwendet werden sollen, letztlich Zwangsarbeit, damit illegitim. So, was sagt der Anarchismus hierzu? Man sollte erwarten, dass der hier noch extremer als der Liberalismus wäre. Der erachtet ja überhaupt keinen Staat als legitim, also wahrscheinlich auch nicht einen Sozialstaat. Er ist gegen jeglichen staatlichen Zwang, also wohl auch gegen Steuern. In einem gewissen Sinne stimmt das auch. Er ist sicherlich nicht für einen Sozialstaat auf Steuerbasis. Tatsächlich ist er aber noch radikaler. Denn typischerweise betrachtet der Anarchismus Eigentumsverhältnisse sowieso als illegitim. Eigentum geht für ihn aus Aneignungsakten hervor, die prinzipiell keine moralische Rechtfertigung haben. Und deshalb können sie auch keine relevanten Freiheitsrechte begründen, denen zufolge dieses Eigentum nicht angetastet werden dürfte. Wenn man daher die soziale Frage angehen will, dann nicht durch Umverteilung von Eigentum, vielmehr durch Aufhebung von Privatbesitz. Völlige Neuordnung der ökonomischen Verhältnisse, sodass das Problem der Verelendung gar nicht mehr entstehen kann. Das findet sich ansatzweise schon bei Rousseau. Der hält zumindest Eigentum an Grund und Boden für illegitim. Land kann für Rousseau niemals legitimer Privatbesitz werden. Und stärker noch ist es bei Proudhon. Der hält nur Eigentum an Arbeitsmitteln für legitim, das heißt für die Handwerksgeräte und am unmittelbar durch eigene Arbeit hergestellten,
aber zum Beispiel keine Erbschaften. Von Proudhon stammt der Slogan Eigentum ist Diebstahl. Und auch Bakunin fordert Konfiskation allen Besitzes der Kirche und des Staates und der wertvollen Metalle im Privatbesitz. Und hierdurch hat der Anarchismus natürlich eine Nähe zum Sozialismus-Marxismus. Auch dort geht es ja eher um Besitzlosigkeit als um Umverteilung. Und in der Tat sind die beiden auch historisch stark miteinander verbunden. Proudhon und Bakunin haben zeitweise mit Marx kooperiert. Aber auch dieses Bündnis ist durch tiefe Spannungen geprägt, wie so viele Bündnisse im 19. Jahrhundert. Und der Grund dafür ist, dass der Marxismus zumindest als Zwischenstadium ja alles andere als Herrschaftsfreiheit anstrebt, nämlich eine Diktatur des Proletariats. Also das genaue Gegenteil dessen, was der Anarchismus wünscht. Und deshalb haben sich auch Anarchismus und Marxismus dann entzweit. Und das lernen wir dann nächste Woche genauer kennen. Vielen Dank und bis dahin.